An sich ist die Idee mit den Rittern ja gar nicht so schlecht. Wenn man sich schützen will, legt man sich eben Schutzkleidung an. Machen wir heute nicht anders. Hole ich ein heißes Backblech aus dem Ofen, dann ziehe ich mir einen Ofenhandschuh an. Also, ja, so eine Art Rüstung. Dumm ist nur, wenn die Waffen meiner Gegner immer mächtiger werden. Dann ist meine Rüstung irgendwann so schwer, dass ich sie nicht mehr tragen kann. Das war's dann mit den Rittern. Zum Aufstieg und Fall der gerüsteten Ritter. Bitteschön. Halb Mensch, halb Mythos. Die Ritter. Ein halbes Jahrtausend spielten sie eine wichtige Rolle in der Geschichte Europas. Eine Welt zwischen roher Gewalt und strengem Ehrenkodex. Das Ostfrankenreich Mitte des 10. Jahrhunderts. Um sich vor den alljährlichen Einfällen ungarischer Reiter in sein Herrschaftsgebiet zu schützen, zieht Otto der Erste eine Streitmacht bei Augsburg zusammen. Lass sie kommen! Lange Zeit konnte das Reich sich nicht vor den schnellen, wendigen Reitern mit ihrem tödlichen Pfeilhageln schützen. Doch Ottos Armee besteht aus gut gerüsteten Kämpfern, die die Ungarn vernichtend schlagen. Sie sind die Vorläufer der Ritter. Die bäuerliche Gesellschaft des frühen Mittelalters ist arm. Die Ausrüstung eines Ritters dagegen ist teuer. Deshalb stammen die bewaffneten Reiter aus den Reihen der Adligen und Grundbesitzer. Die Herrscher geben den Elitekriegern besondere Privilegien. Sie erhalten das Recht, Burgen zu bauen. Dafür müssen sie Folge leisten, wenn der König zu den Waffen ruft. So entsteht im Hochmittelalter der Ritterstand. Er bildet bald eine eigene Kaste im Ständesystem. Doch die Berufskrieger stellen wegen ihrer ständigen Fehden auch eine Gefahr für den inneren Frieden des Reiches dar. Da kommen die Kreuzzüge gerade recht. Abenteuerlust, die Aussicht auf Beute und religiöse Inbrunst treibt die Ritter an. Sie folgen dem Aufruf des Papstes, Jerusalem von den Muslimen zu befreien. Auf dem Tempelberg gründen Ritter einen Orden, der sich vor allem dem Schutz der Pilger verschreibt. Als Templer gehen sie in die Geschichte ein. Wer nach Jahren im Orient in die Heimat zurückkehrt, bringt unbekannte Kostbarkeiten mit nach Hause. Gewürze oder edle Stoffe, aber auch Innovationen und Erfindungen, die es in Europa nicht gibt. Das Leben der Recken wird zivilisierter. Auf den Burgen entsteht eine verfeinerte höfische Kultur. Sogenannte Minnesänger feiern diesen neuen Ritter, der aus edlen Beweggründen in die Schlacht zieht und sein Leben dem Dienst für eine vornehme Dame verschreibt. Doch auf den Schlachtfeldern beginnt der Niedergang des Rittertums. 1346 vernichtet ein Heer aus englischen Langbogenschützen fast den gesamten französischen Adel. Die Ritter in ihren schweren Rüstungen werden zum Opfer des Fortschritts. Armeen aus einfachen Fußsoldaten sind nun in der Lage, die gepanzerten Reiter zu besiegen. Im Spätmittelalter wandelt sich die Welt, vor allem ökonomisch. Das Einkommen der Ritter hängt an Erträgen aus ihren Ländereien. Aber mit Landwirtschaft ist kein Geld mehr zu verdienen, sondern mit Handel. Viele Ritter verarmen und fangen an, fahrende Kaufleute zu überfallen. Als Raubritter gehen sie in die Geschichte ein, wie der legendäre Götz von Berlichingen, dem Goethe ein berühmtes Drama gewidmet hat. Und jetzt verschwinde. Na los! Mit dem militärischen und gesellschaftlichen Niedergang des Rittertums beginnt aber gleichzeitig auch seine Romantisierung. Turniere erleben im 16. Jahrhundert eine regelrechte Renaissance. Prunkvolle Veranstaltungen, auf denen der europäische Hochadel miteinander wetteifert. Selbst gekrönte Häupter treten hoch zu Ross mit gesenkter Lanze gegeneinander an.
Allen voran Kaiser Maximilian I., dessen inoffizieller Titel Letzter Ritter und Erster Kanonier lautet. Zwar ist er ein Bewunderer des alten Rittertums und flüchtet sich seit seiner Kindheit in eine Traumwelt der edlen Recken. Dennoch sorgt gerade er dafür, dass die Elitekrieger fast vollständig vom Schlachtfeld verschwinden. In seinen strategischen Überlegungen sind sie nicht mehr die schlachtentscheidenden Einzelkämpfer, sondern nur eine taktische Einheit unter vielen, die als straff organisierte Gruppe in die Schlacht eingreift, neben Landsknechten und Kanonieren. Geblieben ist der Mythos des gepanzerten Recken. Für viele Menschen heute noch der Inbegriff des Mittelalters, lebendig in Ritterspielen oder Filmen. Auch in den Namen mancher adliger Familien lebt die Erinnerung an die große Tradition des Rittertums fort. Und selbstverständlich in den Burgen, den imposantesten Zeugen der Ritterzeit. Tja, die Zeit der Ritter ist vorbei, aber irgendwas bleibt immer. Das Grüßen, indem man sich mit der rechten Hand an die Stirn tippt, geht auf die Ritter zurück. Mit der gleichen Geste haben sie zur Ehrerbietung ihr Visier aufgeklappt. Was die Ritter noch so gemacht haben, das könnt ihr euch hier anschauen. Und wenn ihr mehr wissen wollt und noch schlauer werden wollt, dann abonniert diesen Kanal einfach. Dann bekommt ihr künftig alle neuen Videos angezeigt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.